Willkommen zurück bei Tyranny, immer noch in der Vorgeschichte, bei der Charakterentwicklung Teil 2. Und ich habe mich letzte Mal dafür entschieden, nach Letians Kreuzung zu gehen. Nach dem Intro entwickle ich den Charakter weiter. Vor vielen Jahren gründete Letian die Kühne eine kleine Handelsstadt an der Kreuzung antiker Altmauern. Ein Pakt zwischen den Siedlern und einer Söldnertruppe bedeutete, dass Karawanen ohne Furcht vor Banditen oder Geistern reisen konnten. Die Stadt blühte in bescheidener Bedeutungslosigkeit auf. Letians Kreuzung zog Kyros Aufmerksamkeit auf sich, weil es in den umliegenden Hügeln Eisenvorkommen gab. Nachdem die Region unter Kyros Kontrolle war, konnten die Magierschmiede des Nords Werkstätten einrichten, um Erz zu raffinieren und die Geschmieden mit den besten Waffen der bekannten Welt auszurüsten. Der Archont der Geheimnisse beseitigte mit einem großzügigen Schmiergeld die Unterstützung durch die Söldner und konnte die Kreuzung so in einem blutlosen Sieg einnehmen. Thunon schickte sich aus, mit Kyros Truppen loszuziehen und Ordnung in die Region zu bringen. Das Eisen muss fließen oder Sirins Kult. Kyros Magierschmiede arbeiten Tag und Nacht, um Waffen zu fertigen. Niemand konnte ihren Eifer in Frage stellen und dennoch produzierten sie zu wenig. Die Pläne, die ans Licht kamen, erwiesen sich als Entzweien für die Geschmähten und den Scharlachroten Chor. Einerseits waren zusätzlich Männer für das Schlachtfeld nötig, statt für die Essen. Andererseits mussten die legendären Waffen von Kyros Armeen strengstens bewacht werden. Das Scharlachrote Korps hat Flüchtlinge aus den jüngsten Wellen gezwungen, in Kyros Militär zu dienen. Du hast diese Person für andere Zwecke eingesetzt, nämlich um Eisenkarren für die Magierschmiede zu ziehen. Das war für den Scharlachroten Korps unerfreulich, der auf die zahlenmäßige Überlegenheit angewiesen war. Ja. Du rekrutiertest einen örtlichen Tiermenschenstamm. Ihre Stärke würde ihren Ungehorsam mehr als ausgleichen. Die Geschmähten protestierten, dass Wilde Zugang zu den Geheimnissen des Eisens bekommen sollten. Doch ihre Stimmen waren wenige verglichen mit der Unterstützung des Scharlachroten Chors. Sirins Kult. Sirin, die Archontin der Lieder, nutzte ihre arkane Bezauberung, jetzt sind wir wieder im Zaubern, um einheimischen Kyros Armeen zu locken. Als Patronin des Scharlachroten Chors waren ihre Bemühungen entscheidend für die Rekrutierung neuer Soldaten. Als ein verzauberter Geschmähtensoldat sich ihrem Kult anschloss, fürchtete seine Kompanie, dass die Archontin außer Kontrolle geraten war und man sie aufhalten müsse. Die Geschmähten verlangten, dass die Archontin der Lieder ihre Rekrutierung einstellte und dass ihnen erlaubt werde, ihre Anhängerschaft mit Gewalt zu unterwerfen. Der Verlust der Soldaten war ein herber Rückschlag für die Rekrutierungsbemühungen des Scharlachroten Chors. Gemäß alter Tradition des Scharlachroten Chors schickst du die neuesten Kultanhänger während des Apex-Feldzugs an die Front. Wer überlebte, der durfte gerne in Kyros Militär bleiben und seine Leistung würde als Nachweis für Sirins Effektivität dienen. Finde ich auch nicht gut. Als Reaktion auf dein Urteil verließ die Archontin der Lieder deine Gesellschaft in verbittertem Schweigen, jedoch nicht, ehe sie ihren arkanen Einfluss über die jüngsten Rekruten aufgab. Die Geschmähten beharrten darauf, dass die Zerschlagung ihres Kults wie geplant fortgesetzt werde. Sie jagten die Verwirrten oder ihrer Erinnerung beraubten Unschuldigen und töteten jeden, dem sie kein Gehorsam einprügeln konnten. Der Scharlachrote Chor zürnte ob dieser unwürdigen Hetzjagd, die ihm zahlreiche Rekruten verwehrte. Glaubt, ich mache mir gerade Feinde. Uralte Drohung. Von der arkanen Energie der Essen angezogen, begannen mystische Räuber aus dem nahegelegenen Altmauern Letians Kreuzung zu allen Tages- und Nachtzeiten zu überfallen. Beide von Kyros Armeen sparten sich ihre Stärke für die Kriegsfront auf, doch die Stadt musste beschützt werden. Du musstest die Verantwortung irgendwie delegieren. Da der Scharlachrote Chor die größte Armee war, überlegst du
ihm die Aufgabe, für die Sicherheit der Stadt zu sorgen. Die Geschmähten nutzen die Gelegenheit, um ihre Stärke zu sammeln. Da die Geschmähten das meiste Eisen verwenden, das in Lithians Kreuzung produziert wurde, war es ihre Aufgabe, die Stadt zu bewachen. Das Scharlachrote Korps durfte sich ein wenig ausruhen. Das wäre ziemlich fair im Vergleich. Einer von Kyros Magierschmieden schwor dem Scharlachroten Korps die Treue. Die Geschmähten bewachten das Geheimnis des Eisenschmiedens eifersüchtig und verlangten die sofortige Rückkehr des Schmieds. Der Scharlachrote Korps bestand darauf, dass er ihr gutes Recht war, den Treuschwur eines jeden Person entgegenzunehmen. Ich merke schon, die kloppen sich ein bisschen, ne? Die Gemüter erhitzen sich und die Essen kühlten ab. Da der Magierschmied nicht freiwillig an die Arbeit zurückkehren würde, befahl zu dem Geschmähten, ihn in Ketten zurück an seinen Platz zu bringen. Da Kyros Gesetz vorsieht, dass die Geheimnisse des Eisens nur dem Magierschmieden bekannt sein dürfen, hast du entschieden, dass die Erinnerung dieses neuen Rekruten getilgt werden soll. Ich finde das hier gut. Jetzt reduzieren wir mal wieder die anderen, weil die wollen das Eisen haben, dann sollen sie auch für Ruhe sorgen. Die Geschmähten waren zwar nicht begeistert von deiner Entscheidung, konnten jedoch nichts gegen deine Argumentation vorbringen. Sie versammelten sich in den Straßen von Lithians Kreuzung und patrouillierten Tag und Nacht. Kurz, sie zeigten beeindruckende Stärke und Präsenz. Es gelang ihnen, mehrere Attacken der Angreifer im Viertel zurückzuschlagen, die andernfalls schweren Schaden erlitten hätten. Obwohl sie Gutes tun konnten, verabscheuten die Geschmähten dich dafür, dass du sie davon abhielst, gegen ihren wahren Feind in den Stufen zu kämpfen. Wer hat die Kreuzung kontrolliert? Es kam zu einer Tragödie, als ein von Nerats Stimmen angeheuerter Söldner einen Handwerksmeister der Eisengebundenen verwundete und arbeitsunfähig machte. Tunon befahl den Söldnern, die Kontrolle über die Stadt den verantwortungsvolleren Dienern des von Kyros zu übergeben. Nur eine kleine Garnison durfte zurückbleiben, während die Armeen an die Front zurückkehrten. Als zwischen den Geschmähten und den Scharlachroten Korps immer mehr Spannungen und Feindseligkeiten auftraten, entschied Tunon, dass nur eine Gruppierung die Kontrolle über die Kreuzung haben sollte. Du hast die Kontrolle über Lethians Kreuzung in die Hände der Geschmähten gelegt oder in den Chor. Und da es hier um Eisen geht, was die brauchen, kriegt es natürlich die Geschmähten. Die Geschmähten stationierten eine bescheidene Garnison in der Siedlung Lethians Kreuzung. Die Einheit war zwar größer, als es für die Wahrung der Ordnung in der kleinen Siedlung nötig gewesen wäre, doch die wahre Aufgabe des Verteidigungstrupps war es, die Schmiede der Eisengebundenen zu beschützen. Diese magischen Handwerksmeister waren es nämlich, welche die Invasionstruppen der Geschmähten mit Waffen und Rüstungen aus Eisen versorgten. Die Bürger von Lethians Kreuzung waren erleichtert über die Abreise des Scharlachroten Korps und sahen die Alternative als das kleinere von zwei Übeln. Finde ich gut. Grafen Aish ließ dir mitteilen, dass er dir für deine Entscheidung dankte. Die Eisengebundenen und ihre Waffen konnte man Nerats Stimmen nicht anvertrauen. Okay, damit haben wir hier wohl die Eisengebundenen im Vorteil. Nachdem die Söldner verstoßen waren und Lethians Kreuzung unter neuer Führung stand, haben Kyros Truppen sich selbst dazu beglückwünscht, Ordnung in die Siedlung gebracht und einen produktiven Ressourcenstrom gewährleistet zu haben. Während dieser Ablenkung ist die Armeefront weiter in die Stufen vorgerückt. Deine Fähigkeiten wurden im Reich Azur, im unbeugsamen Land oder bei der Velum-Zitadelle benötigt. Okay, was haben wir hier? Kyros erobernden Blick fiel auf die Velum-Zitadelle, ihre Schätze, ihr Wissen, ihr Geheimnis. Hier haben wir, sandte den Archonten des Steins, um die Nation Azur zu unterwerfen, und seine leicht zu verteidigen Lage und seine militärische Tradition machten das unbeugsame Land zum formidablen Reich der Stufen. Ich will die Geheimnisse. Jahrhundert 30 WZ, Jahr 3 von Kyros Eroberung. Die Velum-Zitadelle war ein Archiv und eine Bibliothek von gewaltigen Ausmaßen. Ihre Bewohner waren bekannt als die Schule von Tinte und Feder, ein Zirkel von Magiern, der viele Jahrhunderte zuvor diese Bergzuflucht geschaffen hatte.
In einem Gebiet, das von anderen großen Reichen noch nicht besiedelt worden war. Der Legende zufolge beherbergt die Zitadelle einen wahren Schatz an arkanem Wissen. Die Spione des Oberherrn infiltrierten die Schule und bestätigten diese Gerüchte. Die Zeit war reif, einen Trupp zu der großen Bibliotheksfestung zu schicken und die Gelehrten zu zwingen, sich Kyros zu unterwerfen. Lied der Umgarnung, Befehlskette. Eine Abteilung von Kyros Armee marschierte auf die Velum-Zitadelle zu, in Erwartung einer geordneten Kapitulation. Als sie sich den Haupttoren näherten, wurden ihre Kommandanten von einem Strahl arkaner Energie niedergestreckt und getötet. Urplötzlich warst du der ranghöchste noch lebende Offizier, und Kyros-Soldaten erwarteten dein Befehl. Die Entscheidung fiel dir nicht leicht, denn sie wirkte sich unmittelbar auf die Höhe der Verluste aus. Du gabst den leicht zu ersetzenden scharlachroten Chor den Befehl anzugreifen. Während der ungeordnete Mob vorwärts stürmte, hatten die Elitesoldaten der Geschmähten die Gelegenheit, sich zurückzuziehen. Was den Verlust von Leben angeht, war dies zwar ein kostspieligeres Manöver, doch das sicherste. Du gabst den Geschmähten den Befehl, mit ihrem Schildwall vorzurücken. Du wusstest, dass eine Handvoll von Kyros Elitesoldaten den Angriff lange genug zurückhalten konnten, um den scharlachroten Chor den Rückzug zu ermöglichen. Du wusstest, dass die Geschmähten dich für alle Verluste zugunsten des scharlachroten Chors verabscheuen würden, aber es war ein kleinerer Preis, Leben zu retten. Okay, schöne Entscheidung. Lied der Umgarnung. Sirin, die Archontin der Lieder, die ich gerade vertrieben habe, nutzte ihre Kräfte, um feindliche Magier zu bezaubern, die sich hinter den Mauern der Zitadelle verschanzt hatten. Nachdem Kyros Truppen die Arkanen Wirker zusammengetrieben hatten, begannen die Geschmähten, die neuen Gefangenen hinzurichten, ehe sie gefährliches Wissen mit dem scharlachroten Chor teilen konnten, was nach Kyros Gesetz ein Verbrechen gewesen wäre. Du konntest die Geschmähten durch einen Kompromiss beruhigen. Die Münder der Weisen wurden mit eisernen Maulkörpern verschlossen, sodass sie ihr verbotenes Wissen nicht aussprechen konnten. Du hast die Geschmähten dafür bestraft, Magier getötet zu haben, die an der scharlachroten Chor gebunden waren. Auf deine Anweisung hin wurden mehrere geschmähten Soldaten der Archontin der Lieder als persönliche Leibwache überlassen. Ich finde die nicht töten und mundtot machen gut. Während die Geschmähten den Weisen ihre Masken der Stille aufsetzten, kritisierte der scharlachrote Chor deine Entscheidung, weil du in deinen Augen wertvolle Informationen des Feindes vergeudest. Du erteiltest dem Soldaten eine eindringliche Lektion über Kyros Gesetze und den Umgang mit verbotenem Wissen. Dennoch wurde weiter leise geflüstert, dass die Eroberung falsch gehandhabt werde. Mach mir gerade Feinde! Die Archontin der Lieder stachelt Rekruten des scharlachroten Chors an, ihre Anführer zu bekämpfen. Ein Chef nach dem anderen wurde getötet und ersetzt. Die Geschmähten forderten ein Ende der Praxis zum Wohle der Eroberung. Okay, der scharlachrote Chor. Du bist den Argumenten der Geschmähten gefolgt. Das Recht der Herausforderung hatte seinen Platz jedoch nicht, wenn Kyros Truppen in der Unterzahl waren und Verstärkung erst in Wochen zu erwarten war oder noch später. Du entscheidest, dass jeder Achront das Recht hatte, seine Armee nach deren Natur zu führen. Das Recht der Herausforderung brachte zwar Chaos hervor, führte jedoch auch dazu, dass die Stärksten aufstiegen und zu Anführern wurden. Schön, die bringen sich gegenseitig um. Merke, worauf das hinausläuft. Irgendwie gibt's gleich einen großen Verrat. Eine Gruppe feindlicher Magier ergab sich den Geschmähten. Sie sagten, sie seien Spione, die Nerads Stimmen treu ergeben seien. Niemand in der Armee konnte ihre Behauptung bestätigen. Die Geschmähten machten sich bereit, die Magier zu verhören, doch der scharlachrote Chor protestierte. Er verlangte, dass die Gefangenen in seine Obhut übergeben werden sollten. Sie konnten nicht riskieren, dass die Geheimnisse von Nerads Stimmen in falsche Hände fielen. Okay. Zog zwar noch mehr den Zorn der Scharlachroten. Nicht auf ihre eigenen Lauen hin. Zu gleichen Teilen Genie und Wahnsinniger. Ich versuche das zu überprüfen.
Du nahmst dir die Zeit, über den beschlagnahmten Dokumenten der Weisen zu brüten. Da du keine offiziellen Nachrichten an Nerads Stimme oder sonst jemand fandest, hast du dich entschieden, die Magier selbst zu befragen. Als du ihre Zellen erreichtest, hast du nur noch ihre Kadaver vorgefunden. Sie waren allesamt grausam hingerichtet worden. Angespannte Diskussionen und Beschuldigungen folgten, aber da es keine Beweise gab, die eine bestimmte Gruppierung belastete, musstest du die Angelegenheit fallen lassen. Aha, wir kommen langsam zum Verrat. Das Edikt des Feuers. Schockiert von der bevorzugten Behandlung, die du den Geschmähten zuteil hattest werden lassen, zog der scharlachrote Chor sich tiefer in die Berge zurück und ließ dich nur mit den unbedingt nötigen Männern zurück. Hunon ließ Kunde sein, dass Kyros Geduld am Ende war. Der Oberherr würde den Feind mit einem Edikt des Feuers strafen. Das Pergament wurde in einem schlanken Hülle aus gravierten Eisen überbracht. Daraus geschrieben standen die Worte eines Zaubers, der mächtig genug war, um die Vellum-Zitadelle zu zerstören. Du hattest die Wahl, wann du das Edikt vorlesen wolltest. Würdest du es bei Sonnenaufgang verlesen, hätten deine Feinde keinerlei Vorwarnung, welche Zerstörung ihnen droht. Du könntest auch bis Sonnenuntergang warten und ihnen dadurch reichlich Zeit geben, um zu fliehen oder Reue zu zeigen. Du zeigst dem Feind keine Gnade, sondern verkündest als das Edikt des Feuers in den ersten Augenblicken der Morgendämmerung. Der Feind hatte keinerlei Vorwarnung. Der Chor beschwert sich zwar, dass du seine Spione dem Untergang geweiht hättest, doch die Geschmähten loben deine Entscheidung. Der scharlachrote Chor sagte, er habe noch Spione in der Zitadelle und bat dich daher inständig, die Magier vor dem Edikt des Oberherrn zu warnen. Du kamst dieser Bitte nach, trafst dich unter einer blauen Flagge des Friedens mit dem Feind und wartest sie vor ihrem Untergang. Damit gabst du den Spionen des Chors die Chance, sich in Sicherheit zu bringen. Und dem Feind ebenfalls. Du ließ den Magiern eine Warnung zukommen und hofftest, dass sie sie auch erhielten. In den Stunden vor dem Sonnenuntergang wurden zahlreiche Gestalten gesichtet, die aus der Zitadelle flohen. Als die Sonne hinter dem Horizont versank, verlasst du die Worte des Edikts. Die Erde bebte und orangerötliches Licht erstrahlte im Fundament der waldläufigen Zitadelle. Von unter der Bibliothek sprudelte ein Schwall Lava mit explosiver Wucht hervor. Er quoll aus den Fenstern und Mauerritzen und schmolz sich gnadenlos durch das umliegende Land. Tage später tobten die Flammen noch immer, die Feuersbrunst immer wieder von der Macht des Edikts genährt und erneuert. Okay, ich glaube, die Zitadelle ist hinfällig. Kyros Armee verließen schweigend die Zerstörung der Vellum-Zitadelle. Von diesem Tag an war die einst noble Zitadelle in den Stufen nur noch die brennende Bibliothek bekannt. Es war ein unbestreitbarer Verlust von Ressourcen, von Wissen, von Kultur und von Leben, aber eine Botschaft war unmissverständlich gesendet worden. Der Oberherr duldet keinen Ungehorsam. Eroberung abgeschlossen. Du hast das Ende von Kyros Eroberung erreicht. Möchtest du fortfahren oder deinen Fortschritt löschen? Aber wir machen weiter. So, ich glaube, ich habe mich jetzt mit beiden angelegt, ne? The year is 431 and Kyros's invasion has shattered all major opposition in the Tiers. The Younger Realms, the Bastard Tier, the Free Cities. All who defied Kyros lay broken by battle or bowed in surrender. The two armies of the Overlord, the Disfavored and the Scarlet Chorus, now control our lands. But our will is not yet extinguished, not entirely. In the Valley of Vendrian's Well, those of us unwilling to bow to Kyros have banded together in defiance. Violating an oath of surrender from 2 years prior, we have staged a bloody uprising, murdering the Disfavored and Scarlet Chorus garrison in a midnight assault. Okay, sie haben die Garnison ermordet. Oha. With their main forces spread across the Tiers, the Disfavored and Scarlet Chorus redeploy to Vendrian's Well to crush the resistance. But months pass with no definitive battle. As disagreement and discord paralyze the Archons, we bide our time and wait for our message of insurrection to spread across the Tiers.
The Overlord is not amused. And Kairos has one message for the Archons. Crush the Oathbreakers or die. Kairos backs this threat with an edict, a magical commandment that can slay all in the valley should the order be ignored. The honor of proclaiming this edict fell to you. Sent across the mountains to Vendrian's Well, you carry the Overlord's edict to read before the Archons. Okay, super. Ich soll ein magisches Edikt mal wieder vorlegen, das alle im Tal töten kann. Ja, super. As you finally make your way through the winding mountain passes into the valley, the ground trembles, and Kairos's magic seals the way behind you. Okay. Der Weg ist mir abgeschnitten worden. You are trapped in Vendrian's Well, with Kairos's armies and the Oathbreakers. The only way to survive is to fulfill the terms of the Overlord's Edict, in any way that you can. Super, ich bin mit Kyros Armeen und den Altbrechern in Vendrins Brunnen gefangen. Um zu überleben, muss ich die Bedingung des Edikts des Oberherrn erfüllen. Ganz, ganz toll. Jetzt weiß ich so langsam, wo das Problem liegt. Oh, ein Blutbrunnen. Okay, und jetzt geht das Problem los. Schicksalsbringer Blutsack, wir haben dich erwartet. Oh Mann. Das hier alleine hier, ne? Dass hier Blut aus den Augen fließt. Unglaublich. Wenn du die Welt von Tyranny zum ersten Mal besuchst, achte auf dieses Fenster. Sie helfen dir, dich mit dem Spiel vertraut zu machen. Du kannst die Tutorial-Nachrichten jederzeit im Optionsmenü deaktivieren. Die uralte Statue der weinenden Mutter. Goldkönigin Luprins Respekt. Okay. Okay, wenn ich mir das angucke hier. Viele. Ja, was ist das? Gekreuzigt. Ausgetrocknete Kadaver säumen die Siegestraße. Der Pfad hinter dir ist jetzt blockiert. Kyros Magie hat das Tal versiegelt. Soll ich selber auch drauf gehen oder wie? Aurora, unverletzt. Kyros, der Oberherr, sei gepriesen. Als ich die Lawine hörte, fürchtete ich, das Tal sei versiegelt worden. Mit dir auf der anderen Seite. Die geschmähte Kriegerin klopft mit ihren Handschuhen gegen ihren Brustpanzer, der traditionelle Gruß ihrer Legion. An einem Gespräch nimmst du teil. Ein anderer Charakter und manchmal zusätzliche Parteien, wie umstehende Passanten oder Gefährten, die etwas einwerfen, deine Entscheidung beeinflussen, wie sich die Geschichte entwickelt und welche Reputation sich dein Charakter mit der Zeit erarbeitet. Die Bewohner der Welt erfahren von deiner Reputation gut wie schlecht und reagieren entsprechend. Okay, hier gibt es immer so Aussicht, was passiert. Okay, der Banner zeigt an hier, zu welcher Gruppierung ihr gehört. Gunst 0, 41% bis Stufe 1, Zorn 0, 0% bis Stufe 1. Das ist schön. Oft werden die Namen von wichtigen Charakteren und Orten in goldener Schrift angezeigt. Die Tooltips, ja. Oje, habe ich hier viel. Der Kommandant rückte nicht heraus mit der Sprache, warum der Gouverneur von Lethians Kreuzung kommt. Aber da wir hier keine Schmieden haben, kann ich mir vorstellen, dass du Nerads Stimmen ein bisschen Vernunft in die Schädel hämmern sollst. Sie ertappt sich selbst und räuspert sich lächelnd. Ich meine natürlich, dass du zwischen den Archonten vermitteln sollst, damit sie sich auf einen Plan zum Ausmerzen dieser Eidbrecher einigen. Ich komme mit einem Edikt von Kyros. Unsere Soldaten werden ihre Aufgaben erfüllen oder sterben. Wissen 20? Kannst du dieses Summen in der Luft hören und dieses Glühen um die Felsen herumsehen?
Die Lawine ist Kyros Magie. Der Oberherr hat das Tal versiegelt. Du hast 13 Wissensskills EP verdient. Cool. Deine Sinne sehen mehr als meine, guter Schicksalsbinder. Ich gebe nicht vor, viel über solche Dinge zu wissen. Aber wenn das Kyros Magie war und du in wichtigen Angelegenheiten hier bist, nun, man muss nicht der Archont der Geheimnisse sein, um erraten zu können, dass du zur Verkündung eines Edikts hier bist. Was hat Kyros für den Feind auf Lager? 10 Jahre eitrige Pest, ein Edikt der verdrehten Knochen? Oh, eine eilige Botschaft übrigens. Nun, du hast eine lange Reise hinter dir. Ich werde dich nicht länger aufhalten. Die Archonten warten bestimmt auf deinen Bericht in... Sie verstummt und ihre Aufmerksamkeit geht urplötzlich etwas in östlicher Richtung. Hast du das gehört? Noch mehr Läufer, zum dritten Mal diese Woche. Die Eidbrecher versuchen immer wieder, ihre Läufer durch unsere Berge zu schicken, um Verstärkung von außerhalb des Saals zu holen. Sie deutet zu dem eingestürzten Weg hinüber, über den du gekommen bist. Aber damit sind sie jetzt ein bisschen zu spät dran. Komm, lass uns diesen Eidbrechern einen guten Kampf liefern. Schön, und damit kommt der erste Kampf. Tyranny verwendet ein pausierbares Echtzeit-Kampfsystem. Oh nein, du wirst oft mehrere Charaktere gleichzeitig steuern. Deshalb empfiehlt es sich, das Spiel zu pausieren, Befehle zu erteilen und diese Befehle dann in Echtzeit ausführen zu lassen. Das Optionsmenü enthält auch viele Möglichkeiten, das Spiel bei bestimmten Ereignissen automatisch zu pausieren. Beispielsweise zu Beginn eines Kampfes drücke Leertaste, um das Spiel zu pausieren oder fortzusetzen. Okay. Dein Charakter kann mit seiner ausgerüsteten Waffe jederzeit Basisangriffe ausführen. Wenn du unbewaffnet kämpfst, verwendet er dazu Fäuste. Fähigkeiten und Zauber, die sie im Kampf einsetzen können. Wenn er... Okay. Fähigkeitsbalken. Kannst auf alle Fähigkeiten und Zauber deines Charakters zugreifen, indem du das Kategorie-Symbol unten klickst. Mhm. Waffensets, alles klar. Um eine Fähigkeit einzusetzen, linksklicke auf das Fähigkeitensymbol oder drücke den Hotkey, der mit dem entsprechenden Position verbunden ist. Bei Fähigkeiten, die Gruppenmitglieder Ziel haben, Heilzauber, Stärkungszauber und so weiter, kannst du auf die Gruppenporträts klicken. Alle Charakter im Spiel, egal ob Freund oder Feind, besitzen 5 primäre Verteidigung gegen Angriffe. Parieren, Ausweichen, Ausdauer, Wille, Magie. Genau. Genauigkeit, Charakter sieht aus seinem Können. Es ist das miteinander vergleichen, so kennen wir das. Ein Angriff endet in einem von 4 möglichen Ergebnissen. Treffer, leichter Treffer, kritischer Treffer, Fehlschlag. Okay, man kriegt sogar für einen Fehlschlag Erfahrung. Cool. Das war der erste Schreck. Arbeiten wir weiter. Es gibt 6 Kategorien von Talenten. Führung, Verteidigung, Kraft, Geschick, Fernkampf und Magie. Mit jedem Levelaufstieg erhältst du einen Punkt, um ein Talent aus
einer dieser Kategorien zu kaufen. In einem Talentbaum wird jede Talentstufe basierend auf dem Baum. Hm? Deine Gefährten haben alle eigene Talentbäume und einzigartige Fähigkeiten. Okay, dann würde ich mal sagen, morgen geht's weiter und dann gucken wir uns einfach an, wie dieser Kampf weiterläuft. Also, bis morgen!